I'm very pleased to be here in the invitation. Ich freue mich sehr, hier die Einladung von Verteidigungsminister Lloyd Austin, meinem Kollegen und Freund, erhalten zu haben, damit wir weiter darüber reden können, wie wir die Ukraine am besten unterstützen können, um die Stabilität, Souveränität und Sicherheit des Landes zu erhalten. Sie wissen ja alle, dass die regelbasierte Weltordnung weiterhin bedroht wird durch den unrechtmäßigen Überfall Russlands auf die Ukraine. Und wir sind hier zusammengekommen, um darüber zu sprechen, was wir als Staaten und Partner für die Ukraine weiter tun können. Kanada hat 33.000 ukrainische Streitkräfteangehörige, darunter 2.000 Mitglieder der Nationalgarde von dort, ausgebildet. Wir haben am Freitag mitgeteilt, dass wir schwere Waffen in die Ukraine senden werden, um die Bemühungen dort zu unterstützen. Und wir werden außerdem 600 Millionen Dollar für die Ukraine an Hilfe bereitstellen. Was für Waffen sind das und wie viel? Wir haben Tausende von Karl-Gustav-Panzerabwehrsystemen bereitgestellt, Handgranaten, Raketenwerfer und wie schon erwähnt auch schwere Waffen anderer Art. Das habe ich am letzten Freitag eingeleitet. Und wir werden nicht nur Waffen aus dem Bestand der kanadischen Streitkräfte bereitstellen, sondern wollen auch Verträge abschließen mit wichtigen technischen Lieferanten für Waffen für die Ukraine, zum Beispiel meinetwegen Kameras für Drohnen, die heute als Kampfdrohnen schon eingesetzt werden. Außerdem gepanzerte Fahrzeuge, die werden wir ebenfalls in die Ukraine schicken. Derartige Initiativen betreibt Kanada und wir werden auch künftig die Ressourcen mit unseren Alliierten zusammenziehen und bereitstellen, wie bei den Panzerabwehrraketen, von denen ich am Freitag gesprochen hatte. My apologies. We are continuing to Wir, um das nochmal zu sagen, arbeiten mit unseren Verbündeten weiterhin daran, so viel an Waffen zu schicken, im Rahmen unserer derzeitigen Bestände und im Rahmen dessen, was sinnvoll erscheint, von der Ausbildung her betrachtet. Ich werde die genauen Zahlen im Augenblick noch für mich behalten. Das entwickelt sich ja weiter. Wir prüfen die Lage und setzen uns mit unseren Verbündeten zusammen. Nach diesem Treffen in Rammstein werde ich nach Washington reisen, um dort mit Minister Austin bilateral darüber zu sprechen, was gerade diese Frage angeht. Die Dinge entwickeln sich also weiter und die Lage ist volatil. Wir müssen mit den Verbündeten wirklich alles tun, um die Ukraine und die Souveränität und Stabilität des Landes zu unterstützen. Danke.